Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Live in Berlin Box von Mauli. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Live in Berlin von Mauli. Wir erinnern uns, die Box kommt uns sehr bekannt vor. Warum? Das vorige Album von Mauli, Spielverderber, ebenfalls als Box erschienen, sieht so aus. Und wenn wir uns die beiden jetzt hernehmen, wir sehen sogar hier noch, hier steht Spielverderber. Der einzige Unterschied von dieser Box auf diese ist dieses, ja, Live, dieser Schriftzug Live. Und das wurde hier auch wirklich mit blauem Stift, mit blauem Marker hier einfach darüber geschrieben. Also das ist nicht aufgedruckt oder so, das ist hier wirklich 1:1 dieselbe Box, die dann hier eben um Live ergänzt wurde. Interessante Lösung des Ganzen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe kein großes Problem damit. Spart wahrscheinlich auch Kosten oder ist sich dann im Nachhinein überlegt worden oder von Anfang an so als Strategie, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber habe ich in der Form, muss ich ehrlich sagen, noch nie gesehen. Ist jetzt aber auch nicht so abwegig, denn das Album, das hier live performt wurde, war natürlich das Album Spielverderber. Von daher, ja, hat das schon seine Berechtigung. Gut, wir schauen uns die Box an. Wir haben hier diesen goldenen Schriftzug Mauli und dann wieder hier diese, ja, Metalloptik, diese schwarze-graue Oberfläche. Dann hier dieses Schild mit Spielverderber, das hier überdeckt ist von dem Live-Schriftzug. Diese Metall, diese schwarze Optik zieht sich hier komplett durch. Hier oben haben wir noch den Mauli-Schriftzug. Es klappert schon. Und auf der Rückseite lesen wir Mauli Spielverderber. Also wie gesagt, 1:1 die Spielverderber-Box. Nur der Inhalt unterscheidet sich. Das Album Spielverderber ja im Oktober 2015 erschienen und die Box, also das Live in Berlin, das Album, kam dann im August 2016 raus. Wir haben Sticker. 1, 2, 3, 4 Sticker an der Zahl. Eine Autogrammkarte, eine Karte bzw. ein USB-Stick. Dann haben wir Live in Berlin, das Album im Digipack. Und dann haben wir die Instrumentals des Albums Spielverderber in einer Papphülle. Gut, die Box von innen so. In schwarz das Ganze und hier noch dieser Einleger, wo eben die CD bzw. die Instrumentals Platz finden. Box gehen wir mal zur Seite und wir starten mit dem Album. Also wir lesen hier, Ewig Tour, Mauli, live in Berlin, hier an diesen Pfosten, an diesen Stahlträger hier dran draufgeschrieben. Und hier oben lesen wir noch, Immer Ready präsentiert, also das Label über das Ganze erschienen ist, Mauli hat dort bei diesem Label und dort auch die Boxen oder das Album zu bestellen. Also sowohl Spielverderber als auch Live in Berlin gab es ja nicht regulär über Amazon, genauso wie Immer Ready Marvin Game. Der released ja auch nicht über Amazon, wenn dann irgendwie MP3-Download oder maximal die CD, aber die Boxen gibt es wirklich immer nur über Immer Ready. Und bei Spielverderber gab es sogar meines Wissens auch die CDs nur immer über den Shop und nur den MP3-Download über Amazon. Okay, hier auf der Rückseite lesen wir nochmal Mauli in dieser hellblauen Schrift. Und dann haben wir hier eine Crowd, also das Publikum, das dürfte hier live von dem Auftritt stammen in Berlin. Und dann haben wir hier 10 Tracks an der Zahl. Der Unterschied ist jetzt nämlich, wir haben hier die Instrumentals, also die Tracklist vom Spielverderber-Album, das hier performt wurde. Und zwar sind die letzten zwei Tracks rausgeflogen, nämlich Nichts zu tun und Steinfabrik sind hier nicht dabei. Allerdings ist hier ein Track dabei, der hier nicht dabei war, der dann live dazugekommen ist. Und das war der Song Nummer 1, Sorry. Den finden wir hier auf dem normalen Spielverderber-Album dafür nicht. Dafür eben Track 10 und Track 11, Steinfabrik und Nichts zu tun, weg. Gut, das Ganze ein Digipack. Hier hinten lesen wir auch noch Mauli live in Berlin.
Das Ganze geht hier auf. Booklet haben wir meines Wissens keines. Wir haben hier weitere Aufnahmen des Live-Auftrittes. Und hier lesen wir: Jeder, der diese Tour mit mir geteilt hat, weiß, was diese Zeit geändert hat. Lasst es uns ewig im Herzen behalten. Es wird immer größer. Sieht auf jeden Fall nach einem guten Abend aus. Die Leute feiern. Und dann haben wir hier die CD. Live in Berlin, Mauli lesen wir hier. Auch hier wieder diese Metalloptik. So sieht die CD aus. Hier wieder Mauli auf der Bühne. Sehr viele Handys, sehr viel Kameralichter. Ich hätte ehrlich gesagt, okay, das ist nur die Lasche für die CD, ein Booklet noch irgendwo vermutet, aber ist wirklich keines vorhanden. Okay, schade, aber ist verschmerzbar. Dann haben wir die Instrumentals in einer Papphülle. Die CD in schwarz und mit goldenem Mauli-Schriftzug in einer Papphülle. 11 Tracks an der Zahl plus 2 Bonus-Tracks bzw. 2 Remix-Tracks. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Diese sieht so aus, also im Postkartenformat. Dann haben wir hier die Maske und dann darüber den Schriftzug Mauli mit diesem Herz geschrieben. Rückseite blank weiß, sehr schön. Und ist auch wirklich original unterschrieben und nicht aufgedruckt. Also man spürt es hier auch. Dann haben wir Sticker. Und zwar 4 an der Zahl. Die sehen so aus in schwarz und türkis. Ewigtour, Mauli Schriftzug. Relativ groß, auch wieder hier in der Postkartengröße. Und wie gesagt, diesen Sticker ganze 4-mal. Und dann haben wir als letzten Inhalt noch diese Karte, diesen USB-Stick. Hier sehen wir auf der Rückseite wieder die Crowd, also die Menge am Feiern. Mauli Ewigtour lesen wir hier. Hier auch nochmal live in Berlin zu lesen. Und dann haben wir hier eben den USB-Anschluss, den man hier dann rausdrehen kann. Das heißt, ihr könnt das Ganze einfach dann an euren Laptop, an euren Computer mit diesem Ende hier anstecken. Funktioniert wie ein regulärer USB-Stick und hat, ich hatte ihn vorher mal angesteckt, ich glaube 15 GB Kapazität, also eine ganze Menge Platz darauf. Und ihr findet auf diesem USB-Stick auch noch von der Ewigtour eine Tour-Doku und von dem Auftritt in Berlin Interviews. Also da wurden einfach sehr viele, die da mitgewirkt haben oder die im Publikum waren, befragt und einfach interviewt, wie sie diesen Abend empfunden haben. Ja, das war es auch schon mit dem Inhalt. Also der Inhalt relativ kompakt, die Box relativ leer gewesen beim Öffnen. Aber der USB-Stick 15 GB ist auf jeden Fall für mich das Highlight der Box, neben dem Album natürlich. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die Karte bzw. USB-Stick mit 15 GB Kapazität und der Bonusinhalte. Diese Autogrammkarte, 4-mal der Mauli-Sticker, 4 Stück an der Zahl. Das Album Spielverderber bzw. die Instrumentals davon. Und das Album Live in Berlin im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box, live in Berlin von Mauli. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mauli unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.